Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir, mit dem Peter. Ja, wir befinden uns immer noch in Rostock. Genau, das sind wir ja gestern zurückgefahren. Oder hingefahren, eher gesagt. Und ja, jetzt gucken wir mal nach einer neuen Tour, ne? Genau, dann gucken wir mal nach einer neuen Tour. So. Ja, wie wäre es nach eine kleine Tour als erstes zu nehmen? Nach Genève. Genau, nach Genf. Ja, dann fahren wir doch mal nach Genève. Im Schwarzmüller-Design natürlich. Genau. So, dann fahren wir dann nach Genève, nach Genf. Im Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. So, fahren wir noch ein bisschen weiter vor. Und fahren jetzt dann die Tour im Multiplayer. So, dann noch schön ganz kurz wieder SpitV aktivieren. Und dann kann es auch schon wieder losgehen. Von Rostock nach Genf. Und zwar, wir fahren heute Altverpackungen. Ja, die müssen auch mal in die Schweiz gebracht werden. Dann würde ich mal sagen, wir fahren auch schon wieder los. Genau, und dann hauen wir auch schon mal wieder ab. Wir fahren heute, ja, wie viele Tonnen fahren wir denn? Ja, 20 Tonnen. Das geht. Hoffentlich wackelt er nicht wieder wie so ein Hindenköpfer. Ja, wir fahren jetzt nach Genf. Von Rostock aus haben knappe 1100 Kilometer Tour vor uns. Oder knapp 2,12. Ja, ich denke mal, die Fahrt wird sehr lustig werden und ja, viel Spaß dabei. Da kann ich auch schon hier auf dieser Seite bleiben. Muss ja eh vorne gleich wieder rechts fahren. Dann passt es eigentlich. Ich fahre jetzt genau jetzt hier Multiplayer, sind eigentlich nicht viele Leute drauf. Es sind 60 Leute drauf auf dem Euro 3 Server, aber das geht. Weil ja, Euro 2 will ich nicht fahren unbedingt. Es sind mir zu viele Chaoten drauf und ja. Deswegen fahre ich lieber auf dem Dreier. Und habe meine Ruhe.
Ja, das ist heute meine erste Tour. Ich fahre ja von heute Morgen her, weil ja, ich meine, so viel Touren muss man ja nicht fahren, ne? Gut, ich werde auf jeden Fall wieder splitten. Das heißt, ja, es gibt wieder mehrere Teile heute zu sehen. Auf alle Fälle. Ja, und dann schaut mal nach. Wir haben jetzt noch 900 oder knapp 990 Kilometer vor uns. Ja, das ist so eine kleine Tour von einer Stunde ungefähr, die ich jetzt gerne mehr aufteilen würde, weil ist auch besser, sage ich jetzt mal so. Ja, wie ihr auch seht, ja, ich fahre gemütlich eigentlich meine Touren. Ja, zurzeit fahren ja nicht so viele Karbonen hier auf der Strecke rum, was ich auch gut finde. Ja, wenn man so überlegt, man geht in Euro 2 und dann wirst du die ganze Zeit nur angerempelt, angefahren, deine Fracht kaputt gemacht und alles. Ah, nee, auf sowas habe ich dann keine Lust. Da fahre ich dann lieber im Euro 3 Server. Und hab da meine Ruhe. Und fahr meine Touren.
Ja, jetzt werden wir mal schauen, ob wir nicht dann gleich bei der nächsten Raststätte, wo der kommt, eine kleine Pause einlegen werden. Ja, sorry, dass ich zurzeit jetzt gerade nicht so viel rede, aber ja, es gibt hier nicht viel zu reden, sage ich jetzt mal. Ja, wir befinden uns nämlich jetzt schon auf dem Weg in Richtung Stuttgart sogar. Der Autobahn entlang. Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt dann noch ja, ein paar Kilometer fahren, bis wir zur ersten Pause kommen. Und dann würde ich sagen, passt es dann auch. Ah, ich weiß, wo wir sogar schon sind. Sehr schön. Schauen wir mal noch. So, wir wechseln gleich die Autobahn in Richtung Stuttgart. Genau, so, dann wollen wir nochmal ein bisschen langsam fahren. So, und ich denke mal, dass er jetzt bald auf jeden Fall mal was kommt. Ja, wäre mal nicht schlecht. Denn auch ein LKW-Fahrer muss auch mal kurz eine kleine Pause einlegen, beziehungsweise er sollte auch mal, ja, wohin, ne? Jo, dann gucken wir doch mal, dass wir da den Parkplatz gleich kriegen. Wunderbares Schild. Das heißt, das werden wir jetzt auch gleich mal in Betracht ziehen.
Ja, wir werden dann eine kleine Pause machen und sehen uns dann zum zweiten Teil des Let's Plays von mir, von Peter, vom zweiten Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer wieder. Bis dahin würde ich dann sagen, jo, wir sehen uns dann gleich wieder und immer positiv denken. Bis gleich.